Mein WW 13 nach Tables, Ladders and Chairs. Ja, wir haben eine unglaubliche Show gesehen. Und jetzt im ersten Match trifft Drew McIntyre, der fünfte Schotte, auf Cody Rhodes. Und ja, nochmal Rückblick auf TLC. Mr. Black ist neuer WWE Champion. Das haben wir gesehen. Unglaublich. Dieser Titelwechsel. Außerdem das Super Match. Goldust bleibt Intercontinental Champion. Und Brodus Clay ist neuer United States Champion. Und in der Battle Royale hat The King den neuen Titel, der ja eingeführt wurde, gewonnen, und zwar den NWO World Heavyweight Champion. Oh, Cody Rhodes ist in Begleitung von Teddy Biasi, also die Legacy ist noch am Leben. Und im zweiten Match heute trifft The King und ein WWE Legend auf Kane und auf David. Ja, Drew McIntyre lässt sich hier feiern. Naja, ob viele mit ihm feiern, das bezweifle ich. Aber, naja. Big Boo, Drew McIntyre. Ja, der Schotte ist da. Und unser nächstes Pay-Per-View, das anschließt, ist Cyber Sunday. Dort kann das WWE die Matcharten, die Gegner und so weiter entscheiden. Also, das wird dann interessant. Und danach werden wir uns schon ins neue WWE-Jahr begeben. Im neuen Kalenderjahr sind wir ja schon. Und ins neue WWE-Jahr begeben wir uns dann nach Cyber Sunday mit Money in the Bank. Jetzt gibt's den Future Shot von Drew McIntyre. Schön in der Wiederholung zu sehen. Was macht er jetzt? Drew McIntyre geht raus. Und dreht Teddy Biasi weg. 1, 2, 3. Drew McIntyre besiegt Cody Rhodes und mit Teddy Biasi. Und er ist zurück, der fünfte Schotte. Und vielleicht sehen wir ihn auch in nächster Zeit mal in einem Titelmatch. Das kann auch das WWE-Universum unter anderem im nächsten Pay-Per-View entscheiden und kann ihn in ein Titelmatch wählen. Wäre ja schön zu sehen, wenn er diese Chance bekäme. Boah, super. Jetzt sehen wir hier Teddy Biasi, kümmert sich um den am Boden liegenden Cody Rhodes. Nein, er holt den Stuhl und schlägt auf Cody Rhodes ein. Ja, eigentlich sind sie ja zu dritt im Bunde. David Otunga ist ja auch noch mit dabei. Ich denke, die Legacy tut jetzt wieder so ein bisschen zerfließen mit diesem Angriff von Teddy Biasi auf Cody Rhodes. David Otunga wird immer in andere Matches eingesetzt. Also Bret Hart und Stone Cold, die greifen da gut durch und lassen keine Angriffe mehr zu, was ich auch sehr stark finde von den beiden General Managern. Und jetzt hat NWO World Heavyweight Champion und Tag Team Champion The King. Wem würde er ins Team geben? Das interessiert mich jetzt echt. Oh yeah, es ist DDP, es ist Diamond Dallas Page. Oh yeah, das ist doch hart. Das ist ein wahrlicher Legend. 3-time WCW World Heavyweight Champion. Hart. Und hier kommt der Gegner, Kane. Und dort fehlt nur noch einer, David Otunga. Ja, King und DDP treffen auf Kane und David Otunga. Team King und DDP, die sind ja ein unschlagbares Team, könnte man sagen. Sie ergänzen sich, sie haben so noch nie zusammen gekämpft, aber sie ergänzen sich
Denn King ist schnell und ein harter Techniker und DDP ist einfach knallhart. Der ist einfach. Ja. Ein Legend, durch und durch. Big Boot, Big Boot, nach Big Boot gegen Kane. Jetzt Submission-Ansatz von The King. Und das sieht gar nicht mal schlecht angesetzt aus. Kane muss kämpfen. Kane muss kämpfen. Und noch ist er im Kampf. Da ist der Release und der folgende Headbutt. Noch kommt einer. Schlag gegen den Hinterkopf. Bulldog von The King. Und David Otame muss jetzt auf die Matte. Und, oh, da springt der King daneben. Das tut weh, aber Kane, der taumelt. Kane, der taumelt. Da gibt's den Bulldog. Das ist ein harter Typ, der King. Former World Heavyweight Champion. Zweifacher Tag Team Champion. Und jetzt auch noch NWO World Heavyweight. Oh, oh, oh. Jetzt springt er hier über das oberste Ringseil und springt raus. Der lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Und jetzt wird hier gefeiert im Ring. Jerry the King Lawler, auch ein großer Fan von The King. The King und The King. Er hat auch mal ein Match. Daneben springt er aber in den Bulldog. Kane ist hilflos. Und wo ist jetzt... Die Frage ist, wo ist David Otunga? Es wird auf beiden Seiten gewechselt. Diamond Dallas Page mit den Schlägen und dem Clothesline. Und jetzt soll auch schon folgen. Gegen David Otunga. Diamond Cut. Nein, nicht Diamond Cut. Es gibt dafür eine extrem ebenso harten. Und wie es aussieht, sind die noch gar nicht fertig. Clothesline. DDP. Noch einen setzt danach. Yeah! Und Kane, der hat schon wieder keinen Bock mehr. Er hat angekündigt, er will in ein Titelrennen einsteigen, aber so geht das nicht. Wieder Wechsel. Da kommt er angesprungen mit der King Series, richtet ihn auf. Oh, David Otunga, schöne Aktion. Jetzt flieht er vor der King. Jetzt gibt es den Wechsel zu Kane, aber der kriegt den ersten Big Boot ab. Kane hat ja schon, der Royal Rumble Gewinner 2012, hat er schon bei WrestleMania gegen The King verloren, aber jetzt muss er auf die Matte. Boom! Big, das war ein Big Bulldog und The King steht feiernd über Kane und da hinten DDP, der kriegt sich auch gar nicht ein, der freut sich einfach nur, dass er hier returnen durfte. Und wieder zurück ist in der WWE. Aber Kane ist noch da. Das rote Monster ist noch da. The Big Red Machine. Kriegt man halt nicht so schnell ein, aber muss wieder in einem Bulldog nieder. Und jetzt wechselt er nochmal DDP ein. So gehört sich das. Den Legend, den überlässt man das hier. Jetzt gibt's eine extrem harte Powerbomb und jetzt muss er folgen, der Diamond Cut, da ist er, den habe ich vermisst und King kümmert sich noch um Otunga, jetzt gibt es das Cover, DDP und King gewinnen, keine Chance für Kane und David Otunga, da überhaupt keine Struktur in diesem Team war und die verstehen sich richtig gut, King und DDP. Also, Hut ab an die Jungs, stark gemacht und dann dürfen sie feiern. Kane ist noch am Boden. Also da muss er sich jetzt in nächster Zeit ein bisschen anstrengen, wenn er in der Titelserie wieder einsteigen will. Also so sehe ich das schwarz. Aber gut, gegen einen DDP und gegen einen King kann man Green mal verlieren. Also da gibt's den Handschlag. Also, Hut ab an die Jungs. Starkes Tag-Team-Match. Und... ja. Wir schalten nochmal in den Ring. Und ja, hier ist nochmal DDP am Feiern. David Otunga liegt jetzt inzwischen im Ring. Und da feiert King DDP. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von der Raw Super Show. Bis zum nächsten Mal. Ciao.